Tja, vielleicht werden doch noch einige Leute schlauer. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und mal hier den Schlons hier wegwischen. Heute geht's wieder um das Thema drohen Fahrverbote für Verbrenner oder Dieselfahrzeuge. Vor uns sehen wir gerade schon wieder so einen Stinker. Es hat gerade minus 5 Grad und da sieht man die Autoabgase natürlich besonders prickelnd. Oh Mann. Tja, ja, so ist es. Ja, um was geht's heute? Tatsächlich geht es darum, dass jetzt immer mehr Kommunen sich überlegen, wie sie denn das Problem mit dem Feinstaub und dem NOx hinbekommen. Und da gibt es tatsächlich in Deutschland einen, ja, weiß nicht, Feldversuch oder einen Test, den die Stadt Hamburg macht. Und zwar dürfen wohl für 6 Wochen im Sommer, ich glaube Juni, Juli irgendwann, wollen sie aus der Innenstadt wohl tatsächlich alle Verbrennungsfahrzeuge verbannen. Und da dürfen dann nur noch Fahrzeuge halt mit Ausnahmegenehmigung reinfahren oder halt elektrisch betriebene Fahrzeuge. Nun, ich hoffe mal, dass das nicht wieder so ein Lapsus wird, dass das mit den Ausnahmegenehmigungen ausufert. Mal gucken, ne? Ja, ist auf alle Fälle interessant. War leider nicht recht viel mehr drüber zu erfahren. Das war nur eine Ankündigung, was wohl der Hamburger Senat da beschlossen hat. Man hat natürlich auch in den anderen Medien nicht sehr viel darüber gelesen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie groß das Gebiet ist, aber es scheint wohl ja hauptsächlich um also wirklich den Altstadtkern sich zu handeln. Jo. Andere Städte sind da teilweise schon weiter. Die haben da schon mehr Maßnahmen getroffen. Amsterdam zum Beispiel will, glaube ich, bis 2025 oder 2030, ich glaube 2025 war es, oder sogar 2020. Ja, auf alle Fälle haben die einen Plan aufgestellt, dass sie die Stadt komplett emissionsfrei haben wollen. Und das funktioniert da auch schon, ne? Also Maßnahmen, die da getroffen wurden, ist die Parkplätze zu verringern und beziehungsweise, ich sag's mal so, den Parkraum für konventionell betriebene Fahrzeuge zu verringern. Stattdessen werden überall Ladesäulen gebaut, und zwar jeder, der sich ein Elektroauto oder ein Plug-in-Hybriden kauft, der kann bei sich vor der Haustür, oh Gott, schaut euch das an, das ist grauenvoll, kann bei sich vor der Haustür eine Ladesäule beantragen. Und so schießen die wie Pilze aus dem Boden. Und tatsächlich gibt es da in Amsterdam jetzt schon so viele Ladesäulen, dass also die Leute immer mehr und mehr dann umsteigen. Man muss jetzt noch dazu sagen, Amsterdam ist natürlich jetzt auch eine Radfahrerstadt schon immer gewesen, und sehr viele Leute haben da gar kein Auto und fahren halt da in der Stadt hauptsächlich mit dem Fahrrad, ne? Also das ist dort eigentlich schon ganz normal. So wie es eigentlich bei uns auch normal sein sollte. Und was spricht dagegen, ne? Also ich meine, das Klima ist hier nicht anders wie in Amsterdam. Und
könnte man hier genauso machen. Erlangen zum Beispiel, wo ich jetzt gerade durchgefahren bin, ist auch bekannt als Fahrradstadt. Es liegt aber jetzt weniger daran, dass da die Leute mehr umweltbewusst leben, sondern es liegt einfach daran, da gibt es sehr viele Studenten. Letzte Woche war ich in Münster, da ist es genauso. Ne? Das ist auch eine Studentenstadt, da gibt es halt einfach mehr Fahrräder in Studentenstädten. Ist ja klar, ne? Studenten sich halt einfach noch nicht unbedingt ein Auto leisten können. Ne? Neben Amsterdam, gibt es glaube ich jetzt schon. Der überwiegende Anteil der Taxen in Amsterdam ist, glaube ich, jetzt schon elektrisch unterwegs, beziehungsweise die Elektrotaxen haben einen Vorrang. Das heißt, zum Beispiel am Flughafen oder am Hauptbahnhof, glaube ich, ist es so, dass die, wenn die in der Warteschlange drin sind, die Taxen, dann müssen sie drei konventionell betriebene Taxen halt vorlassen. Was heißt vorlassen? Halt müssen sie, wenn sie in der Schlange stehen, die Schlange ist dann so aufgebaut, dass also drei konventionelle Taxen dastehen müssen, damit das Elektroauto die Taxen überholen darf. Und wird dann natürlich auch von den Kunden werden die Elektrotaxen halt bevorzugt. Ne? Und es funktioniert auch. Da gibt es übrigens auch sehr viele Leaf- und Tesla-Taxen, also da lohnt es sich tatsächlich mal auch Taxi zu fahren, wenn man mal Tesla fahren will. Andere Städte in Deutschland machen dann so Aktionismus, wie zum Beispiel in Düsseldorf, die ja bedroht sind von Dieselfahrverbot durchs Gericht. Die machen dann so Aktionismus wie Fahrradautobahnen, die aber vollkommen daneben sind und einfach nicht das bezwecken sollen, was sie sollen. Vor allem, weil der Ausbau so schleppend vorangeht, dass sie dann wahrscheinlich erst in 20 Jahren fertig sind damit. Geht einfach in die falsche Richtung. Ne? Die Tage wurde verlautbart, dass Londons Bürgermeister da einen Vorschlag gemacht hat, und zwar eine Dieselabwrackprämie vorzuschlagen für Fahrzeuge, die in London unterwegs sind. Und der hat es also eben gestaffelt, dass man sagt, okay, die Lieferfahrzeuge, die also gewerblich unterwegs sind und die also viel zur Infrastruktur beitragen, die also notwendig sind, die sollen ein bisschen mehr gefördert werden. Die Sprache war da, glaube ich, irgendwas mit 4.000 Pfund oder Euro, ich weiß es nicht genau. Und sozial benachteiligte Leute, die ein Dieselauto haben, sollten mit 2.000 Euro und der Normalsterbliche dann mit 1.000 Euro einen Zuschuss bekommen, wenn er also quasi seinen Diesel da abwrackt. Ne? Was gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Aber Prämie hat funktioniert, wie wir sie in Deutschland hatten. Ne? Und warum soll das nicht nochmal funktionieren? Ne? In UK, glaube ich, gab es sowas ja noch gar nicht. In Frankreich, glaube ich, haben sie sowas schon. Da kriegt man einen Zuschuss für Elektroauto, und wenn man seinen Diesel dafür abgibt, abwrackt, bekommt man also mehr Zuschuss. Also da funktioniert das auch schon, sind Zulassungszahlen auch steigend. Und jetzt will eben der Londoner Bürgermeister, dass eben die Regierung das beschließt, was er wahrscheinlich von seinem eigenen Stadtsäckel nicht bezahlen kann. Aber wenn es die Regierung eben beschlöße, dann würde das eben das Land zahlen. Und es geht da um Summen von 500 Millionen Euro oder Pfund, je nachdem. Ich weiß nicht genau, ob es Euro oder Pfund sind. Das wäre schon mal nicht schlecht, weil London hat genauso mit den NOx-Werten zu kämpfen wie jede andere Stadt. Sie haben schon die City-Maut eingeführt, aber anscheinend hilft das alles nichts. Ne? Ja. Ja, was macht unsere tolle Regierung da? Reichlich wenig. Das Einzige, was ihnen einfällt, ist die Pkw-Maut
anzupassen an die Schadensemissionsklasse, was jetzt für den deutschen Autobesitzer dann gleichzeitig wieder eine Entlastung von der normalen Kfz-Steuer beinhaltet, was also nichts bringt. Also meiner Meinung nach sollte tatsächlich Steuerinstrument geschaffen werden, das jetzt anhand der Abgase besteuert. Ich meine, wir haben das zwar einigermaßen, es geht allerdings nur Richtung CO2, und meiner Meinung nach sollte das jetzt nicht gebunden sein an das, was das Fahrzeug typisiert wurde, sondern das sollte, wenn das Fahrzeug zum TÜV geht und zur Abgasuntersuchung, sollte dann schon die realen Werte berücksichtigen. Das heißt also, wenn jetzt einer sein Auto nicht pflegt oder bei seinem Auto herauskommt, dass das also nicht entsprechend der Typzulassung quasi Abgase hat, entweder das Auto sofort stilllegen oder halt eben eine höhere Steuer. Ne? Dann werden sich die Leute schon überlegen, ob sie dann weiter solche Stinker machen und solche Stinker fahren. Ne? Ja, solche Mittel wären probate Mittel. Man kann natürlich dann auch gleich prinzipiell sagen, naja gut, dann verbiete ich mal, oder verbieten nicht, aber dann erhöhe ich einfach mal die Kraftfahrzeugsteuer, die Kraftstoffsteuer für den Diesel, die ja immer noch niedriger ist als wie für Benzin. Das wäre auch noch ein probates Mittel. Ob das allerdings dann alles, was nützt, wenn das nur in homöopathischen Summen erhöht wird, das wage ich zu bezweifeln. Also da muss man schon drastisch das Ganze erhöhen. Und andere Länder machen einem das vor. Ne? Also wenn man dann zum Beispiel in die Schweiz fährt, da wird man sehen, dass der Dieselkraftstoff einfach viel teurer ist als bei uns. Ja, wenn man andere Länder anschaut, dann ist der Dieselanteil in anderen Ländern niedriger als in Deutschland. Ne? Jo. Ja, was machen die Städte bei uns? Eigentlich meine ich nichts. Also es wird ausgesessen, das Thema. Man denkt, man hat sowieso keine Konsequenz dran. Nur mal jetzt rein, um das mal in den Ring zu werfen, ich fahre jetzt gerade durch Nürnberg. Im Januar wurden in Nürnberg allein jetzt wegen Feinstaub an 17 Tagen die Grenzwerte gerissen. Im Januar dieses Jahr, 2017. 35 Tage sind erlaubt pro Jahr. Und wir haben nach einem Monat schon die Hälfte weg an den erlaubten Tagen, an denen die Feinstaubgrenzwerte überschritten werden dürfen. Und es passiert in Nürnberg nichts. Gar nichts passiert. Nothing. Es werden homöopathisch ein paar Ladesäulen installiert, aber was da jetzt bislang installiert wurde, ja, okay, eine ist bei mir vor der Arbeit, das finde ich in Ordnung, hat einen Mehrwert für mich, aber jetzt sage ich jetzt mal, das macht das Kraut nicht fett. Ne? Also, warum kann man in Nürnberg zum Beispiel nicht sagen, okay, in der Innenstadt wird jetzt der Parkraum verknappt? Innerhalb des Innenstadtrings, man kann ja langsam anfangen, man fängt an innerhalb des Innenstadtrings, dass man sagt, okay, in der Altstadt gibt es wird jedes halbe Jahr werden die Parkplätze für normale Verbrennungsfahrzeuge reduziert und es werden halt dann Ladesäulen aufgestellt. Fängt man halt dann an, jetzt erstmal mit 10% der Parkplätze macht man Ladesäulen hin, dann nach einem halben Jahr macht man 20%, bis dann irgendwann mal sukzessive nur noch die Hälfte der Parkplätze überhaupt für Verbrenner da ist. Und dann wird man schon sehen, ob die Leute nicht dann langsam umschwenken. Zumindest bekommt man die Leute dann raus aus der Innenstadt, aus der Altstadt. Na, also natürlich muss das Ganze dann auch noch konsequent umgesetzt werden. Das ist dann schon mal das nächste Problem. Ne? Ja. Auf jeden Fall muss da was passieren.
die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden, im Moment kann man vergessen. Ne? Also da passiert gar nichts, meiner Meinung nach. Ja, in Nürnberg gibt es ja nicht einmal eine Umweltzone. Ne? Also, was soll man da sagen? Ne? Das ist einfach Hanebüchen, was da passiert. Aber ich denke, da werden wahrscheinlich jetzt dann auch noch irgendwann mal Klagen kommen in Nürnberg. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Klage nicht einreiche, aber ja, weiß nicht. Mal gucken, ob man da die Rechtsschutzversicherung damit drangsalieren kann. Jo, so viel zu dem Thema. Wie seht ihr das? Habt ihr da was mitbekommen, dass in euren Städten da irgendwas passiert in die Richtung, oder sitzt da die Verwaltung das einfach auch nur aus? So wie hier bei in Nürnberg. Ja, Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.